Liebe Miteidgenossen, je mehr sich der Krieg in die Länge zieht und uns verpflichtet, die Armee unter den Waffen zu halten, umso nötiger wird es, die Beziehungen zwischen allen Schweizern, Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten, welche unserer Armee, unserer großen militärischen Familie angehören dürfen, enger zu gestalten. Heute wende ich mich an jene, die fern der Heimat ihre Pflicht erfüllen, und lasse sie wissen. Die Armee, deren einzelne Teile planmäßig zu periodischen Ablösungsdiensten einberufen werden, ist Trägerin unserer besten Überlieferung, Verkörperin unserer heutigen Kraft und Stärke. Sie ist ständig bereit, nicht nur unseren heimatlichen Boden zu verteidigen, sondern auch unsere geistige Unabhängigkeit. Unsere Soldaten halten Wache und machen sich mit den Methoden des modernen Krieges vertraut. Unsere militärischen Führer bilden sich weiter aus. Durch unermüdliche Tätigkeit verbessert sich dieses Instrument der Freiheit von Tag zu Tag. Wir bleiben wachsam und bewahren die notwendige innere und äußere Haltung. Zählt auf uns, wie wir auf euch zählen. In einem gegenseitigen starken Gefühl des Vertrauens und der Zusammengehörigkeit. Hunderte, ja vielleicht Tausende von Kilometern trennen euch von der heimatlichen Scholle, von eurem Dorfe, von der heimatlichen Stadt. Aber jeder von euch, welches auf seine Laufbahn, seine Stellung sei, arbeitet für sein Land, findet Gelegenheit, für dasselbe Ehre einzulegen, es würdig zu vertreten. Schweizer Soldaten im Ausland, denkt daran, was eure Kameraden, eure Vorgesetzten und euer General euch nicht vergessen. Für alle gilt die gleiche Losung: treu und standhaft bleiben, halten und dienen.